So geht's natürlich auch. Na klar. Dreck, wie ist das Pack schon wieder? Das Pack. Komisch, kann mich da nicht festhalten. Na gut, dann gehen wir mal rein. Oh, er schmeißt. Oh, das ist super. Alter, so oft gestorben, der. So, das Match. Ach, zunächst. Oh, was? War das ein Boomer? Mac? Was denn? War das ein Boomer eben? Ahnung, kann sein. Oh, ich muss jetzt mal hier. Oh, Mann. Na los, wo ist er? Da ist er. So. Oh, ich bin tot. Bist tot? Ja. Instant. Echt? Aber vom Feinsten, ja. Ne, ich bin nicht wieder da. Gleich ein Zombie-Licht auf dir. Ihhh. Perverse Sau. Okay. Dann suchen wir mal. Hier unten oder oben. Wo ist das Scheißding? Ist denn der andere Rahmen? Ist auch schon tot? Ja, den habe ich schon gemacht. Oh, schlecht. Hier noch rum. Soll ich, also ich weiß ja schon, wo die liegt. Willst du lieber selber gucken oder soll ich die suchen? Nö. Was denn nur von beiden? Ich finde die schon. Moment. Achso. Alkohol. Was haben wir hier? Flüssigkeit. Vielleicht ist hier drin. Oder... auch nicht, verdammt. Okay. Da muss ja einer der anderen sein, ne? Ich denke mal ja. Hier vielleicht da oben. Hier nicht. Dann der. Hier. Da ist er. Nee, Stromkabel. So ein Scheiß. Da wird er nicht drin sein. Aber... hab ich einen übersehen? Da war ich drin. Bei dem. Nur so ein dezentes Zeichen. Ja, ja. Soll mal den Typen hier angucken. Wieso? Was mit dem? Jawohl! Endlich! Ich hab sie, Savvy! Die Schlüsselkarte! Cool! Auf zum Umspannwerk! Es ist ganz in der Nähe der Antenne, innerhalb der Umzäunung. Benutze die Karte, um hineinzukommen. Jo, das werden wir machen, wa? Alles klar. Zack. Nicht laufen, Mac. Den Haken benutzen. Oh. Immer mit dem Haken. Nimm den Haken. So, dann hier hoch. Ey, der benutzt Werkzeuge. Jetzt nicht mehr. Der auch. Wahnsinn. Aber echt komisch, ne Mac? Einige können Werkzeuge benutzen, einige tragen Feuer. Naja. So. Okay, ich tue so. Oh, ein Boomer, ein Boomer. Ist er platt? Ja. Gut. Schön geteilt. Oh, diese ekelhaften Spucker. Oh. Zurück. Und vor. Überall. Oh. Wo ist er? Da war doch eben einer. Ist er schon tot?
Na, ich glaube, ich bin erledigt. Ja. Okay. Gut. So, jetzt hier rein. Bestimmt von oben. Nee. Ah, da. Du mit deinen geilen Hinweisen immer. Savvy, ich bin drin. Ja. Okay, okay. Gut. Schalte den Transformator ein. Das. Und nicht die Triche. Nein, du. Da geh durch die Tür. Sei vorsichtig. Spoiler-Alarm! Oh, Scheiße. Was ist es? Was ist es? Er ist tot. Er ist tot. Nee, von Aldi. Okay. Von Adler. Von Adler. Hier ist nichts drin, aber der hat hier. Oh Gott. So eine teure Rechnung gewesen. So, dann der hier, oder? Dann kann es ja nur der sein. Jo. Drück. Nein. Fehlanzeige. Cool. Okay. Ach, geht doch. Na super. Fertig. Sehr gut. Jetzt musst du die Schalttafel am Fuß des Masters benutzen. Öffne die Pinata. Ja. Wo kann man den eigentlich nicht befreien? Der müsste sich noch bewegen, deswegen. Nein. Okay. Jo, jetzt da hoch, ne? Nee, du sollst hier erst diese Schalttafel da aktivieren. Die Schalttafel. Mal drauf achten, das hab ich bei mir nicht gemacht. Und jetzt nur noch hoch zur Spitze des Mastes und ich glaube, da kommt nämlich der Fahrstuhl runter, glaube ich. Das sollte uns die nötige Signalstärke liefern. Schauen wir mal. Klar, hoch zur Spitze. Kein Problem. Was passiert auf jeden Fall? Noch sehe ich nichts. Aber der Turm scheint ja auch recht hoch zu sein. Ja. Ah, da kommt der Fahrstuhl. Ein Service. Scheiße, das hier. Kabel ist gerissen. Alter. Achso, das war das. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Ah, die Kabel. Mann. Was wollt ihr? Kopf ab. So, alles klar. Komm hier raus. Na? So. Hey, wo ist die Treppe? Das kommt einfach hier so Treppen. Na super, ich dachte es. Na gut, egal. Eine ziemlich geile Zwischenszene. So, jetzt. Woran am besten, Mac? Tja, das ist jetzt die Frage. Muss man ein bisschen aufgucken. Ein paar Sachen geben einem ja Hinweise, wo man da ran könnte. Ich könnte vielleicht daran. Nee. Hier ist auch nichts zum Festhalten, haben sie extra so gemacht. Da muss man auf seine Klettereigenschaften. Von außen? Ach so, darüber? Nee. Ja, das ist ein Seil. Da hält sich auf jeden Fall fest. Umklettern und ab. Oh man, jetzt wird mir langsam schlecht wieder. Na, ich bin schon das ein oder andere Mal runtergefallen. Von einem Türmchen. Überlegen, wo war das hier? Ich glaube, hier war das. Mal ein bisschen Anlauf. Hier würde ich niemals raufklettern. Jetzt. Nee. Im realen Leben auf keinen Fall. Das ist der Wahnsinn. Ich würde das gerne mal speichern, Mac. Ach, der wäre auch automatisch. Und schon wieder verschlossen. Na gut. Nehmen wir Stromkabel. Du kannst deines Funkgeräts anpassen, wenn du den Verstärker anbringst. Alles klar. Kann man von beiden Seiten, glaube ich. Von außen, ne? Von der Seite.
Und los. Zack. Eigentlich bin ich schwindelfrei. So. Das. Ich glaube, ich bin gleich da. Oh. Nein, fall nicht. Ah. Ach, ich muss wieder erst wieder rumkommen. Jetzt müssen wir das Ding schon wieder zu. Von außen. Hier. Oh, geht ja noch ein. Duck. Und jetzt darüber. Ja. Oh, ey. Meinst du, wie lange hast du schon abgenommen? Hast du deinen Timer gemacht? Ah ja. 70 Minuten haben wir so ungefähr. Wie viel? 70. So, Mac. Okay. Jetzt, Ich glaube, wir werden jetzt richtig fies, wenn wir ganz oben einfach einen Schnitt machen. Das war doch richtig fies. Nein, 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 Mac. Natürlich hört es erst zu regnen auf, wenn ich oben angekommen bin. Bin tot. Dann beleb dich wieder. Vielleicht bist du denn oben drauf. Scheiße, Mann. Das war einfach zu weit weg. Hast du Anlauf genommen oder wie hast du das gemacht? Ja, so ein bisschen. Und ich dachte, ich könnte mich direkt ranstellen. Oh, coole Sache. Hab ich einen Schwein mit dir? Okay, coole Sache. Dann machen wir uns mal wieder heile. Ja, der Rechner läuft. An jeden, der mich hören kann. Mein Name ist Kyle Crane und ich sende aus der Quarantänezone in Harran. Oberst Taylor und das Verteidigungsministerium haben gelogen. Es gibt immer noch Überlebende innerhalb der Stadt. Genau. Sie planen, Brandbomben auf Harran abzuwerfen. Sollte dies geschehen, werden Taylor und das Ministerium zu kaltblütigen Mördern. Heilige Scheiße, in der Quarantänezone lebt noch jemand. Hey, oha. Hören Sie mich? Scheißknapp. Sehen Sie? Hier ist... Ich wusste, es war Schwarze. Oh, heilige Scheiße. Das war mal echt knapp. Oh ja. Das war richtig knapp. Also richtig so um Sekundenbreite. Wahnsinn. Also wenn du jetzt ja noch hochklettern müsstest, ne? Was zum Teufel wollen ja. Sie? Dann wirst du spät, Mac. Wir geben Ihnen eine Chance, aus diesem Höllenloch zu entkommen. Ach ja, warum sollten Sie das tun? Ich habe nie rausgefunden, wer Ihre blöde Datei hatte. Meine Mission ist hiermit beendet. Vergeben und vergessen, Kyle. Was wir von Ihnen wollen, ist, dass Sie Dr. Zeres Forschungsdaten besorgen und wir schicken Ihnen einen Helikopter, der Sie rausholt. Sie wissen ja, ich kenne den Inhalt der Datei. Ich weiß, dass Sie das Virus missbrauchen wollten. Crane. Oh mein Gott. Sie brauchen das Heilmittel, um Ihren Arsch zu retten. Anders kommen Sie da nicht raus. Sie müssen die Öffentlichkeit überzeugen, dass Sie an einem Heilmittel arbeiten. Das ist eine bösartige Unterstellung, Crane. Bringen Sie uns die Forschungsdaten und alles wird gut. Sie wollen die Daten? Dann warten Sie auf mein verdammtes Zeichen. Ich glaube, er ist angepisst, oder? Sammy, bist du da? Der Verstärker ist installiert. Großartig. Wenn du die Seilrutsche benutzt, landest du in der Nähe des erwähnten Tunnels. Er führt zurück in die Slums. Mr. Crane? Spreche ich mit Mr. Crane? Ihr Crane, wer ist da? Hier ist Volkan Dahl. Ich bin bei den Brüdern. Würden Sie uns bei der Fahrzeugfabrik treffen? Ach, er. Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Ich komme gleich hin. Uiuiuiui. Ja, Mac, das war ja mal wieder geil. Ich glaube, Kyle Crane ist ziemlich angepisst. Ja, ich glaube auch. Du, da oben ist sowas, oder? Ja, kannst du noch hochklettern. Da geh ich mal hoch. Bestimmt wieder so eine Fahne, oder? Ja. War irgendwie klar. Juhu, eine Fahne. Oha, das schwankt hier ganz schön. Ich glaube, das ist der höchste Punkt, oder? Das ist der... Ja. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hat auf jeden Fall eine coole Aussicht. Ja, ja, Mac. Na. Ich kann ja auch nicht runtertreten. Nein, leider. Also, guck mal, da hinten. Nein. Mac, ey, ich bin gerade runtergesprungen.
Ja, hab's natürlich überlebt. Ja, ich hab mit dem Haken mich retten können. Ich dachte, ich sterb schon wieder, ey. Naja, ich hab auch echt bei so einem Glück. So, Mac, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Ja. Und dann werden wir uns bald wiedersehen. Genau. Und in der nächsten Folge kann ich euch dann zeigen, wie man hier zum Zombies vs. Plants Easter Egg kommt. Jo, das wäre cool. Dafür müssen wir nämlich auf diesem Turm sein. Aber das erst in der nächsten Folge. Jo, okay. Leute, haut rein, viel Spaß beim Zuschauen und so. Tschüss. Tschüssi.